Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Konzessionen bzw. die Konzessionsvergabe im Bereich von Strom- oder Gasnetzen. Was ist jetzt erstmal eine Konzession? Das ist schlussendlich das Wegerecht einer Gemeinde, einer Kommune, das an einen Netzbetreiber übertragen werden kann, an einen Stromnetzbetreiber zum Beispiel, damit der die Stromleitungen im Bereich der Gemeinde, der Kommune ja betreiben darf, weiter ausbauen darf und dass der dort schlussendlich den gesamten Betrieb ja aufbauen und führen darf. Das heißt, sobald so eine Konzession vergeben wird an einen Netzbetreiber, muss der sich eben um das gesamte Geschäft kümmern, der trägt das Betriebsrisiko und bezahlt schlussendlich die Gemeinde dafür, dass er eben dort seine Geschäfte führen darf. Das ist aber durchaus ein sehr einträgliches Geschäft, wenn man das Ganze ganz gut macht. Daher ist das auch absolut in Ordnung, dass es eine Konzessionsabgabe gibt. Dazu gleich nochmal mehr. Die Vergabe von solchen Konzessionen wird einerseits in der Konzessionsvergabeverordnung geregelt und basiert auch schlussendlich auf dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, weil es hier natürlich schlussendlich auch darum geht, eine monopolistische Situation aufzuhalten. Deswegen gab es die Regelungen zum Unbundling. In anderen Videos sind die schon erklärt worden. Und die weiteren Details, zum Beispiel rund um die Höhe einer Konzessionsabgabe, die stehen dann eben auch noch in der Konzessionsabgabeverordnung. Das sind so die drei Regelungen, die sich angeschaut werden sollten, wenn man sich etwas genauer mit der Konzessionsvergabe beschäftigen möchte. So eine Vergabe findet klassischerweise auf bis zu 20 Jahre statt. Das soll ja auch ein einträgliches Geschäft sein. Man möchte sich auch darauf verlassen können, dass der Netzbetreiber weiß, was er tut und dass er da eben auch langfristiges Interesse daran hat, seine Aufgaben gut zu erfüllen. Und deswegen gibt es eine Vergabe von maximal 20 Jahren und die wird auch ganz oft genauso durchgeführt. Dann gibt es praktisch 3 Jahre vor dem Ablauf erstmal die Übergabe von so technischen und wirtschaftlichen Daten vom Netzbetreiber an die Gemeinde, damit die Gemeinde diese erstmal aufschlüsseln kann und dann schlussendlich auch als Grundlage für eine Ausschreibung nutzen kann. Spätestens 2 Jahre vor dem Auslaufen der Konzession wird es jetzt eine öffentliche Bekanntmachung geben. Und die findet dann klassischerweise über zum Beispiel das EU-Amtsblatt statt, über den Bundesanzeiger, aber auch ganz allgemein über die Medien und über so Ausschreibungsportale im Internet. Da werden dann auch diese technischen Daten, die ja vorher übertragen werden müssten, wie ja die Anzahl von Geräten, also von Zählern, die Länge der Leitung, das Alter der gebauten Leitung, die Menge von Kunden, die Fläche, in der der Strom Netz liegt und ebenso verschiedene Aspekte mit eingeführt. Und schlussendlich geht es dann eben darum, einen Interessenten zu finden, bestmöglich mehrere Interessenten zu finden, die eben sagen, wir wollen hier dieses Stromnetz, dieses Gasnetz die nächsten Jahre betreiben und das Ganze eben dann auch bestmöglich machen. Nach dieser öffentlichen Bekanntmachung gibt es jetzt praktisch eine 3-Monats-Frist, in der das Interesse bekundet werden kann. Und wenn das nur einer ist, dann ganz klar, dann geht es in eine Verhandlung. Wenn es mehrere Interessenten sind, dann gibt es eine ganz klassische Vergabe, ein Vergabeverfahren, ein Ausschreibungsverfahren, in welchem jetzt eben die verschiedenen Interessenten praktisch das beste Angebot machen müssen. Dann wird weiter verhandelt und schlussendlich wird dann jemand ausgewählt. Aber diese Auswahl findet am Ende tatsächlich über den Gemeinderat, über den Stadtrat statt. Das heißt, der Netzbetreiber als solcher kann hier jetzt nur empfehlen. Der kann auch sich selbst ja empfehlen, weil er wahrscheinlich selbst ja auch Interessent ist an dieser neuen Konzessionsvergabe. Und jetzt wird schlussendlich die Gemeinde oder eine Stadtwerke-Holding hier das Ganze aufbereiten und vorbereiten, dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen. Und dieser wird dann schlussendlich eine Entscheidung treffen, wer der neue Konzessionsnehmer sein darf für die nächsten Jahre. Einige Gemeinden nutzen diese Chance praktisch zur Rekommunalisierung, um also praktisch den Netzbetreiber von einem mehr privaten Betrieb hin wieder zur Kommune, zu einem kommunalen Eigenbetrieb, zum Stadtwerk zu holen, um dort schlussendlich auch auf viele Jahre hinweg ein attraktives Geschäft innerhalb des Haushalts der Stadt zu haben und dann eben nicht nur über die Konzessionsabgabe Geld zu verdienen, sondern eben schlussendlich auch innerhalb der Stadtwerke Holding hier ein ganz wichtiges Geschäft weiterhin zu halten. Allerdings muss man beachten, auch wenn die Stadt von vornherein an sich selbst vergeben möchte, sie muss auf jeden Fall öffentlich ausschreiben, es muss ja ein ordentliches Vergabeverfahren geben. Wenn am Ende trotzdem das Stadtwerk gewinnt, ist das absolut in Ordnung, wenn es eben das beste Angebot gemacht hat. Aber es muss auf jeden Fall öffentlich ausgeschrieben, öffentlich vergeben werden. Wer sich noch weiter mit diesem ganzen Verfahren der Konzessionsvergabe beschäftigen möchte, kann sich hier zum Beispiel einen gemeinsamen Leitfaden von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt anschauen mit dem Titel Leitfaden zur Vergabe von Konzessionen. Da stehen vor allem regulatorische Informationen nochmal drin.
Oder kann sich auch den Verbändeleitfaden anschauen von zum Beispiel BDW, VKU und Co. mit dem Titel Prozessbeschreibung Netzbetreiberwechsel, bei dem es dann genau beschrieben wird, wie die Datenübergabe von dem alten Netzbetreiber zum neuen Netzbetreiber zum Beispiel stattfindet. Das ist vor allem nochmal interessant, wenn man sich mit den konkreten Prozessen bei einem Netzbetreiberwechsel beschäftigen möchte. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Netzbetreiberwechsel, zur Konzessionsvergabe, dann schreibt die mal in die Kommentare. Ansonsten liked dieses Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.